Ja, hallo Leute, hier ist der Fall of Games mit dem. Levis, Und was hi. machen wir hier heute? Wir spielen RTC. Genau, die Random Team Challenge, das heißt, ich generiere mir 10 Random Pokémon, ich generiere Levis 10 Random Pokémon, wir bauen gegenseitig Counter Teams und zocken dann. Ich würde mal sagen, soll ich randomisieren, Levis? Oh yeah! Dann machen wir das. Bam! Und was haben wir für Teams? Okay, ich habe ein Kokowai, ich habe ein Politoed, ich habe ein Buzzwole, ein Gorbis. Ein Wigglytuff, oh, Fiona, also da habe ich schon mal ein Rain-Team mit Fiona. Oh, das gute Pokémon. Genau, dann habe ich noch ein Infernape, ein Jellicent, ein Togedemaru, der Igel, und ein Luminion, also ich habe echt das Rain-Team. Aber, Levis, du hast auch ein gutes Team und das ist ein Mon, das wird dich auf jeden Fall freuen. Los geht's, du hast erstmal McMortar, du hast ein Livani, ein Floatzel, danach kommt Tapu Lele, nicht vergessen, nächstes Mon. Levis Lieblingsmon, Suicune. Oh, Rotom ja, Wash, Galvantula, Unpheasant, Smeagol und Gardevoir. Ja, das sind auf jeden Fall sehr interessante Teams. Ich habe das Gefühl, Levis hat einen viel besseren Draft, aber da muss ich halt sehen, wie ich einfach dagegen... einen Draft. Ja, genau. Da muss ich halt mal sehen, wie ich dagegen ankommen werde. Gut, dann sehen wir uns dann gleich wieder im Kampf, würde ich sagen. Bis später. Bis gleich. So, da sind wir jetzt im Kampf und ja, mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Richtig. Okay, was hast du dabei? Das habe ich mehr oder weniger so dabei. Erwartet. Ich habe echt überlegt, ob ich jetzt Politoed mitnehmen soll oder nicht. Und ich habe mir auch so gedacht, der wird bestimmt das irgendwie bringen. Ganz bestimmt. Und diesen Kaka hast du nicht mit dabei. Du hast Unpheasant nicht dabei und du hast Gardevoir nicht dabei, was okay ist, du kannst nämlich nicht mega Gardevoir spielen, was du mitbekommen hast. Du hast Floß nicht dabei, was gut ist, aber du hast so viel Kack-Mist dabei. Mann. Das Schöne ist, ich weiß nicht mehr, wie Pokémon funktioniert. Hi, ich bin Trash 1. Das ist schön, hallo Trash 1. Geht es Ihnen? Na, seh! Singsep! Was ist Singsep? Das macht dich weg. Ja, aber was ist das? Das ist tatsächlich ein guter physischer Elektromove, den nur Togedemaru lernt. Oh, das ist aber krass. Also ich hole das denn. Bitteschön. Das ist so AIDS, weißt du? Dieses Mon. Togedemaru, egal. Kann nichts machen. Ja. Konter? Fragezeichen, Ausrufezeichen. I'm sitting here in the boring room. Er drückt Fire Blast, das macht 30 Milliarden. Und ich muss mal kurz was kalken. Warum macht das 30 Milliarden? Das ist doch nicht so ein Kackernst. Oh Mann. Ich weiß ganz genau, was du Move Pull hast. Also, tu nicht so. Was denn? Ja, du hast T-Bolt, du Otten. Nee. Nee, lebe ich doch nicht. Das war ein Joke. Ich hab gesaugt, okay? Du hast gesaugt. Das ist aber schön. Digga, was mach ich denn? Das ist die Frage. Der tankt. Boah! Die Frage. Beast. Was mache ich jetzt? Eine gute Frage. Nein. Warum sweept mich das einfach? Du bist Timid! Scheiße, ich war's gar. Nein! Ja, deswegen kalkt man, liebe Leute. Ich dachte, du bist Modest oder so. Nee. Nein. Ich bin Timid Sticky Web. Das gute Set. Ah, Mann! Oh, Mann, oh. Leute, ich habe ein Problem. Lasst mich jetzt mit euch schildern. Ich habe mich schon gewundert, warum du chokst, aber das ergibt dann Sinn. Ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt dagegen machen? Kritten. Echsen. Mit Togedemaru auf einen Fireblast misshoffen. Das macht gar nichts. Kacke. Ey, das wäre eine Idee. Aber das Traurige ist, dass ich doch gegen alles andere. Das Traurige ist, ich glaube, das ist wirklich der beste Play at the moment. Na, ich weiß, was mein Play ist.
I'm sitting here, I'm Infernape. Oh Mann, oh. Armes Mosquito. Ja, ich hab's actually Mosquito genannt. Das hat gar nichts gemacht. Also ja. So literally überhaupt ja. Nichts. Ja. Das hat er aufgegessen. Das wird seinen Kindern nochmal erzählen, dass das gar nichts gemacht hat. Weißt du? Oh mein Gott, danke. 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 Oh danke. Nein. Danke. Was soll ich nur dagegen tun? Danke. Danke. Oh nein. Der Defog? Ja klar, der Defog. Als ob der Defog hat. Was glaubst du, warum ich das Mon überhaupt gehe? Aua. Ich wusste nicht, dass der Defog hat. Warum hat der die? Hä? Wie setzt er bitte Defog ein? Keine Ahnung, Mann. Das ist ein Gen 4 Fisch. Was weiß ich denn? Warum kann dieses Pokémon Defog? Aber so Mons wie Aero nicht. Kann er Aero Defog? Warte. Aero Duck. Defog. Oh, warte, mit C. Ja. Oh, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ja. Ciao. Wait, das ist. Oh ja, das ist sehr effektiv. Never mind. Natürlich ist das sehr effektiv. Ich bin ein guter Spieler, Levis. Mhm. Weißt du, was jetzt kommt? Actually nicht. Oh, Surprise! Oh ne, da kriegt er. Dir ist bewusst, dass das risky ist, dass du den hättest missen können. Ja, keine Ahnung, was ist sonst mein Play gegen den? Bloom Doom! Come on, come on, come on, come on, come on! Nein, der lebt! Egal, hat genug Damage gemacht. Ja. Der war geil, ne? Was ist Bloom Doom? Das ist, der beste Move der Welt. Der macht viel Damage auf Rotom. Also schön. Weißt du, was das Problem ist? Dass ich nicht wusste, dass das Mon Defog hat. Sonst hätte ich nicht so risky-less gespielt. Das ist mir bewusst. Aber Melevis ist natürlich der beste Spieler der Welt. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Hilf mir. Bitte, das macht trotzdem 90. Das macht ja gar nichts. Aufgegessen. Das macht ja so viel. Warum macht das so viel? Nasi. Das hat nichts getan. Das hat so viel gemacht. Ich weiß, Alter. Dass du Assault Rest Max Special Depth wahrscheinlich bist, aber... Ja, das hat so viel gemacht. Hat nichts gemacht. Ich habe immer noch nichts gegen den. Auf Wiedersehen. Ah, get played. Wie get played? Hä, du hast T-Bone gedrückt. Get played. Du hast mich... Hä, Fireblast hätte gekillt. Get played. Hä? Also das nennt man Dominance. Was? Soll ich den Lele predicten? Ja, mach. Du hast einfach keinen Grund, nicht ins Weekend zu gehen. Meinst du? Weil ich für ein Gerücht. Fuck, nein, ich wollte dich gar nicht critten! Nein! Das hat dir jetzt das Match gewonnen. Nein, das hat mir das Match gekostet. Ich wollte nicht critten. Als ob. Warum soll ich den critten wollen? Hä? Wie möchtest du jetzt noch verlieren? Wie möchte ich jetzt gewinnen? Du hast Scarf-Lede, du gewinnst doch einfach. Ich wollte mich gegen die Set. Das ist nicht Scarf-Lede. Das ist nicht Scarf-Lede. Okay. Gut, dann passt das. Nasi! Das war der. Ah. Also, jetzt ergibt es Sinn. Warte mal, ich muss was kelken. Okay. Warte. Eben. Zingzap. Das macht gar nichts. Oh mein Gott. Warte, wie viel. Bam. Okay. Come on. Das einfach killt. Warum ist Togedemaru das beste Pokémon der Welt? Ah. Yes, Togedemaru. Oh mein Gott. Okay, warte, ich muss dir noch ein Set zeigen. Let's go. Wait, das hat einfach 31 gemacht. Togedemaru. Okay, let's go. Bin ich gespannt.
Joke das Game am besten einfach noch weg. Warte. Du, das magst du gerade nicht wirklich. Doch, warte, ich muss das. Scheiße. Okay, scheiße. Ich wollte dir zeigen, weil ich bin Sub-Belly Drum Selectberry. Oh, das ist gut. Oh mein Gott, Togedemaru ist so gut. Warum ist er so gut? Levis. Es ist nicht gut, ich bin einfach nur schlecht, weil ich nicht wusste, dass Lumineon und Defog hat. Was hat das Ding auch Defog? Hä, das, warum sollst du das sonst spielen? Ja, schau dir den Rest deines Teams an. Ja, gut. Schauen wir jetzt erstmal mein Team an, würde ich sagen. Ich schick dir kurz nee, das Team. Dein Team ist scheiße. Okay. Weil ich schick's dir via Skype, weil da haben wir ja die besten. Okay. Also gut, lass mich mal erklären. Hast du das Team? Ja, ich hab das Team. Von dir ist der Gott. Erstmal Grasim Z Infernape, weil du hast natürlich so deine schönen Mons wie Rotom und Suicune. Und ich habe mir sogar. Rotom ist so, glaube ich, 90 bis 110 oder so. Machst du darauf ja. Damage, deswegen habe ich halt auch Max Special Deck genommen. Damit ich das halt erstmal so ein bisschen luren kann. Weil ich denke mir so, okay, da kommt von mit dem Infernape rein. Denkt sich so, ja, kann Switch Initiative machen. Hauen wir den mal weg mit Grasim Z Grass noch. Weil das erwartet halt Infernape nicht so wirklich. Das war halt ziemlich cool. Dann sonst halt noch CC, weil es halt besser Fighting Move ist. Focus Blast möchte ich nicht im Set haben. Fire Blast, Fire Club, auch Fire Step, Flabbles wollte ich jetzt nicht haben wegen Recall und Mag Punch einfach, weil es cool ist. Keine Ahnung. Und ja, das hat mir das Match auch ein bisschen gecarried, dass es halt so schnell war und in mein McMorter reinkommen könnte und es hätte mich das halt einfach zerstört. Und das war das gute von naja, 1. Weißt du, was dir eigentlich das Match gecarried hat, wenn ich drüber nachdenke? Togedemaru. Dass du mich gecritted hast. Wieso? Hat gemattert. Ja, klar, aber ich hätte mich sonst auf dich gesetzt. Mit was? Mit entweder mit meinem Trash 3 oder mit Trash 4. Wie möchtest du dich mit Togedemaru setupen? Trash 3 ist Gorbis und Trash 4 ist Politoed. War Gorbis nicht schon tot? Nein. Das habe ich danach gesackt. Ah ja, ich sehe es. Gut, aber erstmal weiter mit meinem Team. Nummer 2 ist Buzzword. Ich habe mir gedacht, Scarf Buzzword ist nämlich gar nicht mal so schlecht gegen ein Team, wenn du Sequoia nicht bekommst. Weil das kann halt ziemlich gut rein und das nicht so gut backfresest. Also das Einzige ist halt McMorta und Amphesen, die wollen auch nicht so viel tanken. Und ja, dann halt der Rest, weil... Den Rest wollte ich mal füllen. Aber das Problem ist, dass es immer noch langsamer als McMorton. Und im Sigibet bin ich langsamer, was halt echt gesagt hat. Ja. Und dann kommen wir zum Mann der Woche. Ich hab eine Frau vergessen. Togedemaru, weil ich habe mir gedacht, scheiße, der Tapu Lele, was mache ich dagegen? Und zum Glück habe ich Togedemaru gehabt, also habe ich den einfach AV draufgepackt. Max Special Defense, auch ein bisschen Attack, damit ich reinhau. Oh, ich war gar nicht Element, nevermind. Und ja, mit Uten, Singset, Nuzzle, Poison, ich hab das beste Moveset der Welt. Das Ding lernt kein Iron Head. Das hat mich im Teammailing so abgefuckt. Weil ich guck so, ich pack mal Iron Head drauf. Iron Head. Und der lernt das einfach nicht. Der lernt keinen Steel Step. Ich verstehe. Doch, er lernt Gyro Ball. Ja? Auf einem Mon war schnell. Das ist. Ich verstehe es nicht. Aber gut. Es hat die Work gemacht. Ja, Mumlas hat trotzdem so viel gemacht, ne? Dafür, dass ich eher wie Max Special Defense bin. Naja, vielleicht wäre es ein Choice Fix Lele. Ja, das habe ich auch danach gemerkt, als es das Gorbis einfach weggehauen hat. Ja gut, dann kommen wir zu meinem nächsten Mon, das habe ich so schön EV, da habe ich natürlich extra nachgenommen. Ich habe einfach Max Def genommen, da habe ich ein bisschen was abgezogen und Spätzef gemacht, damit ich professionell aussehe. Mit Lefty Stormdale, weil es halt ein guter Suicune-Check ist. Defog natürlich, weil es wichtig war. Ich habe gesehen, aus Sticky Web wird kommen auf jeden Fall, also brauche ich Defog. Uten wegen Momentum Scored, weil Scored ist ein Toxic. Weil ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich irgendwas gegen Rotom und Suicune mit Toxic machen, keine Ahnung. Mal sehen. Und dann Gorbis, was halt ziemlich cool ist mit Swift Sim, wenn ich entweder schneller oder so mit Politoed's Drizzle. Aber ganz ehrlich, ich habe Politoed erst als letztes Mal genommen, weil ich war mir jetzt echt nicht sicher, ob ich das wirklich haben wollte. Habe mir aber doch entschieden, damit ich nachher die Wasserattacken boosten kann, war halt einfach ein Shell Smasher, Metal Pump, Ice Beam, HP Grass, um halt auch gegen Suicune machen zu können oder gegen Livernia. Und ja, ganz normales Gorbis, da gibt es nicht viel über zu sagen. Beim Speed, du hättest Scarf Lele, glaube ich, spielen sollen, weil das wäre viel gefährlicher gewesen, weil das hätte mein ganzes Team kaputt gemacht. Sache ist, ich habe nicht erwartet, dass du die Sticky Web irgendwie wegbekommst. Achso, okay. Ja, das ist gut für mich. Und dann wäre Choice Bags halt viel besser gewesen. Weil ich habe mir extra noch dein Team angeschaut und gesehen, oh, er hat keinen Mon zum Defoggen. Das ist aber schön. Dann mein letztes Mon, Sub-Selic Belly Drum Politoed, weil ich habe mir gedacht, vielleicht wirst du gegen irgendwas. Du denkst so, ich bin. Ich weiß nicht, gegen was du auswechselst. Ich habe keinen Plan. Vielleicht kann ich subben auf Smeagol oder sowas, weil du Sticky Web legst oder so. Dann kann ich subben und dann kann ich nicht brechen. Dann kann ich Belly Drum. Krieg ich mal einen plus 1 Speed Boost und dann kann ich vielleicht 50% oder so auf Suicune mit Frustration oder Rotom machen. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich habe mir gedacht, vielleicht kannst du im Late Game irgendwas machen. Wer weiß. Es war einfach ein Fun-Set, weil ich mir gedacht habe,
whatever. Weil ich konnte den Slot irgendwie nicht sinnvoll füllen, weil ich, keine Ahnung, Polito hat ja eh nichts gemacht. Ja, deswegen halt der Slot. Gut, schickst du mir mal dein Team. Ja, also. Warte, gib mir 2 Sekunden, ich muss noch erstmal importieren. Das kommt mal runter. Okay, so. Interessantes Team schon mal, was wir hier sehen vom werten Herrn Melivis. Wenn das Ganze mal hier lädt, so. Bam, da haben wir das Rasgat und nicht mein Dicknamen. So. Nein, natürlich nicht. Also erstes Mann, Tabulele, ist relativ klar, halt ja. Mit Choice Specs, weil ich auf Sticky Web gebaut habe. Und damit wäre das halt einfach der Kill für dein Team gewesen. Gut, dass du den Zeichen gedrückt hast. Ja, ja, ursprünglich wollte ich die Doppelkombi Gardevoir Lele spielen. Das hätte dein Team, glaube ich, einfach komplett zerfickt. Nein, Dings hätte gecarried. Togedemaru, genau. Gegen yeah. Beide. Ja, easy. Dann Suicune einfach als das Mann, dass ich halt in alles reinwerf, was du da so hast. Brauche ich, glaube ich, auch nicht näher dazu erklären. Smeagol dann hier einfach für Hazard Support und vor allem halt fürs. T-Spikes, Torn. Genau. Oh, okay. Vor allem halt für Sticky Web. Mhm. Rotom war zuerst eigentlich ein Gardevoir. Frag nicht, warum die unteren beiden Pokémon kein Gardevoir waren, das erkläre ich gleich. Und dann habe ich halt Rotom reingepackt, damit ich immerhin noch Volt Switch vielleicht auf irgendwas habe im Sticky Web. Könnte praktisch werden, um dann irgendwie freier in Gardevoir zu kommen oder so. Und das ja, für was? Warte, ich schaue kurz nach. Das war irgendwas, bestimmt so ein Speedwert, wo er sich gedacht hat, okay, tun wir so ganz professionell. Für irgendwas habe ich gekriegt. Ich glaube für Politoed. Können nachgucken, ich habe Jelly Politoed. Moment, guck mal nach. Weil wenn ich Scarf Politoed spiele oder so, dann bist du ein bisschen schneller. Guck mal nach, 2,450, 2,62. Nee, du bist nicht schneller. Bin ich schneller? Dann habe ich falsch gekalkt. Bist du Speed? So. Bist du Speed? Ich bin plus Speed. Ich bin Jolly. Ah, okay, ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Dann haben wir Livani, was hier einfach den Bug Z-Move hat. Hat auch nochmal Sticky Web gehabt. Genau, für Sticky Web einfach nochmal, damit ich mir sicher sein kann. Mhm. Und damit ich sagen kann, ich hatte den Firewater Grasscore. Also okay. Ja gut, das stimmt. Hatte ich jetzt leider nicht. Ja, obwohl weil ich hatte Infernape, okay, mit Grassy Musi. Ja, weil ich es einfach cool fand. Und McMortar, weil es halt einfach nochmal ziemlich gut gegen dein Team ist. Ja, das hat mich einfach zerstört, oh mein Gott. Ja. Und die Leute wollen mir nicht glauben, warum ich das in der GPL-Tierlist ins AU gepackt habe. Deswegen, weil es einfach kaputt macht. Ja, McMortar ist Jesus. Ja, das stimmt. Das Ding ist halt so gut. Da ist kein Switchen drin. Und ja, das war dann das Resultat. Levis hat mit diesem krassen Team trotzdem verloren. Wäre Mega Gardevoir drin gewesen, wäre das nicht passiert. Tja, leider gibt es Mega Gardevoir noch nicht in Sun and Moon. Also da kann man nichts machen. Ja, da wäre auch Rotom nicht drin gewesen. Also kann man nichts machen. Ja, ja. Schauen wir nochmal auf das Siegerteam. Schauen wir vor allem nochmal auf Togedemaru und... Ich würde mal sagen, Togedemaru möchte sich jetzt verabschieden. Genauso wie wir, oder Levis? Ich würde sagen, ja. Ja. War schön. Eine schöne Aufnahme. Ich werde dich vermissen. Ach, Togedemaru. Wie viele killt er das? 3 oder so? Oder 4? Zu viele. Togedemaru, oh mein Gott. Das muss aufs Thumbnail. Okay, gut. Damit verabschieden wir uns einmal. Bis dann und ciao. Tschüss.